Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es mal wieder um das Thema Prima Klima. Empfehlen kann ich euch dazu meine Prima Klima Playlist mit über 100 Videos, die ich gemacht habe zum Thema Dachgeschoss, Kühlen mit Ventilatoren, mit Klimaanlagen, Split-Klimaanlagen, mit Abluftschlauch, ohne Abluftschlauch. Wir haben getestet die Lautstärken, die Stromverbräuche und. Also da gibt es, wie gesagt, über 100 Videos. Verlinke ich euch gerne in die Videobeschreibung. Heute soll es aber mal ein reines Video geben zum Thema Ventilatoren. Einfach mal möchte ich hier mal aufzeigen und mal ganz kurz an jedem Beispiel mal vorführen, wie wir mit ganz kleinem Geld bis zu etwas mehr auch mit einem Ventilator uns durch eine Hitzewelle im Sommer auf jeden Fall auch durchbringen können. Das ist zumindest meine Erfahrung. Anfangen möchte ich ganz einfach mit dem kleinsten, den wir hier haben. Den habe ich schon öfter vorgestellt. Das heißt also, um euch ein bisschen Kühlung zu beschaffen, müsst ihr nicht viel Geld ausgeben. Den gibt es hier unter 10 Euro. Das ist so ein ganz kleiner Ventilator mit hinten einem USB-Teil. Ich habe jetzt hier mal für den Strom eine Powerbank. Das heißt, ihr tut den einfach da hinten entsprechend rein und schon geht er los. Wo habe ich mein, da habe ich, damit ihr auch sehen könnt, immer was der macht. Also der macht auch schon mal ordentlich Luft, weil an meinen Haaren könnt ihr das nicht sehen. Ja, das kann man schon mal sehen. Der Vorteil von dem Teil ist, dass er knickbar ist. Das heißt, wenn ihr den jetzt zum Beispiel an euer Laptop entsprechend dran macht, dann könnt ihr den so knicken, dass euer Laptop stehen bleibt und dass es wunderschön ins Gesicht geschienen bzw. ins Gesicht gepustet wird. Der ist natürlich nichts für weitere Strecken. Also wenn ich den jetzt hier 3-4 Meter weit habe, ein ganz klein bisschen macht er natürlich auch noch. Aber das ist natürlich für den Nahfeldbereich. Und wie gesagt, den bekommt ihr für unter 10 Euro. Link setze ich euch in die Videobeschreibung. Ein super nettes, schönes, kleines Teil, das ihr natürlich überall hin auch mitnehmen könnt, sobald das Laptop da ist. Oder eine Powerbank könnt ihr den wunderbar anschließen. Also auch outdoormäßig handelbar. So, dann haben wir den zweiten. Dann haben wir so einen kleinen Tischventilator. Die gibt es natürlich auch entsprechend. Das hier ist sogar mein zweiter, den ich benutze. Hier habe ich zwei von, weil ich von denen so begeistert bin. Sieht klein aus, ist ganz leicht. Ist einmal auch mit einem USB-Kabel. Kann ich natürlich dann auch einmal mit einem ganz normalen USB-Kabel Stecker betreiben, beziehungsweise mit einem Lade, mit jedem Ladeadapter, aber auch hier wieder zum Vorführen mit der Powerbank. Das heißt also, auch hier stecke ich den wieder rein und dann habe ich die Möglichkeit, hier hinten ist eine Taste, ich kann den nach oben, nach unten setzen und hier hinten ist eine Taste, da habe ich drei Stufen und wenn ich den auf Stufe 1 mache, da läuft er jetzt. Im Übrigen bei allen, das Mikrofon ist hier, das heißt, das Mikrofon ist etwa 40-50 cm von mir entfernt. Das heißt also, die Lautstärke der einzelnen sind, finde ich, sehr, sehr wichtig. Für mich ist es eines der wichtigsten Parameter bei den Tests hier. Einmal, welchen Wind machen Sie, was kosten Sie und vor allen Dingen, wie leise sind Sie. Der ist auf Stufe 1, brummt ein bisschen, aber ist leise und vor allen Dingen, der macht schon mal, selbst auf Stufe 1, macht er schon mal ordentlich entsprechend Wind. Dann haben wir die Stufe 2 und die maximale Stufe 3. Da könnt ihr sehen, das ist schon mal einiges, was er kann. Also auch den hier kann ich wunderbar empfehlen. Verstellen kann man ihn, hinten drauf drücken länger und dann geht er aus. Nochmal mit USB oder mit jedem USB-Ladekabel oder ins Laptop stecken oder in die Powerbank, wunderbar, kostet 15 Euro. Also das ist wirklich was, das kann man sich theoretisch, wenn man nicht ganz so empfindlich ist, mal in der heißen Nacht auch mal aufs Nachtkommödchen stellen. Was auf jeden Fall wunderbar ist, auch das ist fürs Büro, irgendwo so ein bisschen in die Ecke stellen an ganz heißen Tagen, eine sehr günstige Variante, um sich ein bisschen kühle Luft zu fächern. Im Übrigen vielleicht auch ein kleiner Tipp, habe ich auch schon mal probiert, wenn es so richtig schön heiß ist und man sitzt vielleicht dann am Schreibtisch mit kurzen Hosen, einfach mal auf den Boden stellen und einfach die Beine anpusten lassen. Auch eine sehr schöne Variante, 15 Euro. So,
schon. Wäre dann ein bisschen mehr Umluft, Gebläse oder Durchzug, sag ich mal, im Dachgeschoss entsprechend oder auch in der Wohnung, im Schlafzimmer, im Homeoffice haben möchte, der greift dann entweder zu den Standventilatoren oder zu den Säulen- oder Turmventilatoren. Aber auch die Säulen- und Turmventilatoren sind eigentlich Standventilatoren, die stehen ja auch. Unterschied ist hier, bei den Standventilatoren ist es so, dass die meistens ein bisschen höher sind, auch ein bisschen mehr Platz brauchen, weil sie ja halt so einen runden Ring haben. Der hier hat jetzt zum Beispiel keine Schaufel. Ihr werdet die Standventilatoren normalerweise kennen mit so Schaufeln. Und dieser hier ist eine Besonderheit von der Firma Checotec. Habe ich ausführliche Videos darüber gemacht. Der hat nämlich hier hinten nochmal extra einen Luftreiniger, einen Luftfilter mit dabei. Was natürlich besonders für Leute, die Asthmatiker, Allergiker sind, natürlich super toll ist, weil im Prinzip die Luft, die hier dann rausgeblasen wird, wird dann vorher zu einem sehr, sehr hohen Grad entsprechend auch gereinigt. Das heißt also kaum Pollen, kaum Staub, der da durch die Bude gepustet wird. Also Leute wie ich zum Beispiel, die damit zu tun haben, finden es natürlich toll, so etwas dann auch entsprechend zu haben. Nachteil ist, die brauchen halt ein bisschen mehr Platz, aber sie sind natürlich die leistungsfähigen letztendlich. Und hier der Checotec Moonstyle 2 in 1, der hat also schon einiges zu bieten, nicht nur von der Leistung, sondern auch von der Optik. Also ich finde ihn einfach von der Optik her, finde ich ihn schon richtig klasse. Wenn wir den mal anmachen mit der Fernbedienung, ihr seht, jetzt gehen hier langsam wie beim Auto jede einzelne Lämpchen hintereinander an. Also sieht alles sehr, sehr stylisch aus. Wir haben jetzt hier die Stufe 1, das heißt den Sleep Mode. Und hier habt ihr immer eine Angabe, wie viel Kubikmeter Luft gerade angesaugt bzw. dann hier rausgepustet werden. Und wie gesagt, hier kommt aus dem Ring kommt hier die Luft halt entsprechend und wird somit auch sehr, sehr schön verteilt. Also der Luftstrom hier ist also schon was ganz Besonderes. Das ist jetzt die Stufe 1 und nochmal, von dem ist es jetzt hier ein halber Meter entsprechend zum Mikro. Minimal. Also in der Nacht ist das auch absolut zu gebrauchen. Ihr könnt hier auch wieder mit der Fernbedienung sehr, sehr viel einstellen. Ihr könnt ihn oszillieren lassen und zwar, einmal macht ihr das so, dann seht ihr hier 90 Grad, dann könnt ihr 120 Grad, 30 Grad und 60 Grad oszillieren lassen. Also von klein 30, 60, 90 oder auch dann 120 Grad, je nachdem, wo ihr ihn dann halt entsprechend stehen lasst. Und ihr habt halt die Möglichkeit, wie gesagt, verschiedene, auch hier ein Timer entsprechend mit dabei. Ihr könnt verschiedene Dinge einstellen. Und auch hier haben wir natürlich die Möglichkeit, hier wird das jetzt entsprechend gehen. Hier seht ihr es. Hier muss man es vor den Ring halten. Bei der Stufe 1 geht schon. Und dann hat der mehrere Stufen. 5 hört man schon ein bisschen natürlich. Und der hier hat, glaube ich, 9 Stufen, genau. Und da sieht es dann schon so aus. So, und zu guter Letzt präsentiere ich euch hier noch die Turm- oder Standventilatoren. Hier haben wir ein Gerät von der Firma Livoid, ein 2024er Modell, mit maximal 20 dB angegeben vom Hersteller. Das ist sehr, sehr leise. Das ist leiser als der. Die Säulenventilatoren haben viele nicht auf dem Schirm, finde ich aber sehr, sehr praktisch. Und zwar, weil man sieht, da braucht man natürlich nicht so viel Platz. Den setze ich einfach in eine Ecke, in eine 90-Grad-Ecke und stelle die Oszillation auf 90 Grad. Das heißt, dann habe ich den komplett in der Ecke stehen und kann den ganzen Raum entsprechend hiermit kühlen. Das ist also sehr, sehr angenehm. Ihr seht, er ist sehr leicht, leistungsfähig auf jeden Fall und er ist eben nicht so hoch. Wenn ihr jetzt gerade wie ich hier eine Dachschräge habt, passt der natürlich schon nicht mehr ganz hier drunter, aber so ein Säulenventilator schon. Und nochmal, man braucht weniger Platz, weil man ihn irgendwo in die Ecke stellen kann. Was hat der hier? Der hat hier von Livoid oben die Taster, die ich hier betätigen kann. Dann haben wir hier hinten einen Griff. Der Griff ist nicht nur ein Griff, sondern der ist auch, hier kann man die Fernbedienung verstecken. Das heißt also, das finde ich sehr, sehr praktisch. Auch eine sehr schöne Fernbedienung. Und dann haben wir hier vorne, haben wir unser Panel. Wenn ich ihn jetzt mal anmache auf der Stufe 1, könnt ihr hier dann entsprechend sehen, 01 läuft und der Ventilator läuft. Er hat sogar hier auch ein, dieses Modell hat einen Ventilator, ein Temperaturmesser. Und wenn ihr hier eine Automatik einstellt, dann wird er, wenn die Temperatur im Raum nach oben oder nach unten geht,
wird er die Ventilation, die ihr eingestellt habt, ein bisschen anpassen. Entweder ein bisschen runterfahren oder ein bisschen höher fahren. Also das ist ganz, ganz interessant. Und der ist absolut unschlagbar. Ich muss den hier jetzt mal ausmachen, damit man das nicht falsch hört. Der läuft schon. Und zwar könnt ihr hier auch sehen. Ja? Der macht schon eine nette Brise. Und das ist der Sleep Mode. Und den könnt ihr hier entsprechend einstellen. Das heißt, das hier ist der Sleep Mode und da geht dann auch gleich das, genau. Hier habt ihr auch dann die Möglichkeit im Sleep Mode, dass hier keine LED-Leuchten ansehen, stört also nichts, wenn ihr den in der Nähe des Bettes stellt. Auch hierüber habe ich jetzt kürzlich ein Video gemacht, schaut euch das einfach in der Prima Klima Playlist oder in der Videobeschreibung entsprechend an. Also, der hier hat mich, muss ich ehrlich sagen, wirklich überrascht und da ist die Frage, ob ich den eventuell dann austausche oder halt auch beide benutze. Der läuft und ich höre nichts. Wirklich nichts. Und der kann natürlich, hat auch natürlich verschiedene Timer, das haben die auch. Dann kann ich hier dann auch einstellen auf 5. So, jetzt ist er hochgefahren und das ist schon mal um einiges mehr und er ist immer noch leise. Guckt euch das an. Stufe 5 und er ist immer noch relativ leise. Jetzt gehe ich mal hoch auf Maximum. Er hat nämlich 11 Stufen. So, jetzt fährt er hoch. Und jetzt ist er auf Stufe 11 und ich finde ihn immer noch angenehm. So, und was er jetzt für einen Wind macht, guckt euch das an. Das ist schon hier, guckt euch das an. Das ist das meiste. Der ist am kräftigsten, der ist sogar leistungsfähiger wie hier. Wie gesagt, der hat den Vorteil, dass er halt den Luftreiniger mit dem HEPA-Filter noch drin hat. Aber guckt euch das an, das ist der Hammer. Und dann könnt ihr natürlich dann auch oszillieren lassen. In 2-3 Stufen. So, und dann läuft er eben dann auch entsprechend hin und her. Aber das ist schon richtig, über die komplette Säule kommt die Luft raus. Das ist schon richtig heftig. Und ich finde ihn immer noch sehr leise. Das sind hier 40 cm bei der maximalen Stufe, 40 cm zum Mikrofon. Da fällt hinter der Kamera gehen jetzt alle Blätter weg und alles fliegt weg, weil er ganz ordentlich Luft macht. Und wie gesagt, das ist also was, dann muss ich sagen, der hat mich überrascht. Jetzt machen wir wieder auf Stufe 1 zurück. Er fährt immer langsam zurück. Und hier habt ihr auch den Vorteil, das habe ich im Video auch gezeigt, dass man hier hinten die auch öffnen kann und das Blatt, was hier drin ist und die Rückwand, auch wenn sie mal ein bisschen staubig werden sollte, wenn man das Teil länger benutzt, auch sauber machen kann. Das hat mich wirklich super benutzt. Jeder, der sich einen Ventilator anschaffen sollte, entweder für ganz kleines Geld, für kleines Geld oder dann auch ein bisschen mehr Geld, vielleicht was Stylisches für die Asthmatiker, Allergiker mit Luftreiniger, wirklich eine super Geschichte. Wenn ihr damit keine Probleme habt, würde ich immer diesen hier empfehlen, weil mit 20 dB bzw. die dB-Zahlen sind ja auch immer relativ. Ich sag mal, der ein oder andere ist empfindlich, was Lautstärke angeht, und der andere, dem macht das nichts aus. Aber das hier hört man nicht. Und das, was er hier schon rauspustet, ist genial. Das kann man in der Hitze wunderbar auch ins Schlafzimmer stellen. Und man kann ihn entweder auf Oszillation stellen, man kann ihn festsetzen oder man kann ihn auch, ja, wirklich, das ist genial. Man kann ihn auch in eine Ecke pusten lassen, sodass er im Prinzip in dem Raum, wo man dann schläft zum Beispiel, einfach nur so einen kleinen Wirbel erzeugt. Das ist auch schon mal für viele Leute, sagen ja auch, komm, das reicht mir aus, ich muss mich nicht direkt anpusten lassen. Immer ein Tipp, das so zu machen. Also das hier ist wirklich ein Teil und der ist sogar noch günstiger. Der hier liegt etwa bei 100, 110 Euro. Der Checotec hier mit dem Luftreiniger, gut, muss man sagen, steckt natürlich auch mehr Technik drin, liegt etwa bei 170, 180 Euro. Ich kann eigentlich alle drei empfehlen. Guckt euch einfach aus, welches Budget ihr zur Verfügung habt, was ihr ausgeben wollt, ob ihr unter 10, 15, 100 oder 160, 170 ausgeben wollt. Guckt da einfach mal rein. Die Kauflinks zu allen vier Varianten setze ich euch in die Videobeschreibung rein. Guckt da einfach rein und vielleicht findet ihr das Passende. Wenn ich euch hier ein bisschen geholfen habe, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Abonniert gerne den Kanal. Und mich würde freuen, wenn wir uns hier zum nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch einen coolen Sommer, speziell für die Leute, die im Dachgeschoss wohnen, und eine gute Zeit für euch alle. Bis dann. Tschüss.